Thank you.
Was? Was ist passiert? Schiff. Autsch, mein Kopf. Schiff, antworte. Ja, und mit diesen Worten möchte ich natürlich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem Let's Play von The Captain. Dieses Spiel ist ein Ersatz für Breakwater. Breakwater war ein kleiner Reinfall in Anführungszeichen, was ein bisschen damit zusammenhängt. Das Spiel ist einfach ein Frühchen und demnach leider noch sehr unreif und meines Erachtens nicht für ein Let's Play geeignet, sodass ich euch das gerne erspare. Stattdessen habe ich mir ein schönes Spiel rausgesucht und zwar The Captain. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Es ist ein Click-and-Point-Adventure mit etwas schrägem Humor. Ich denke, darauf kommt ihr klar und es wird euch Spaß machen. Ich freue mich. Schiff, antworte! Na toll, keine Energie. Eine Spannungsspitze hat bestimmt mal wieder den Fehlerstrom-Schutzschalter rausgehauen. Jeff? Jeff, hörst du mich? Wohl nicht. Da muss ich wohl nach hinten und die Hauptsicherung wieder umlegen. Und warum habe ich eigentlich so einen Riesenhunger? So, wir dürfen jetzt das Cockpit verlassen. Verlasse das Cockpit. Verwende diesen Knopf, um Objekte anzuzeigen, mit denen du interagieren kannst. Der Knopf ist hier. Und er sagt mir jetzt zum Beispiel, ich kann mit dem Hauptcomputer agieren. Das können wir mal machen. Aber der Hauptcomputer ist tot, wie man sieht. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal gemeinsam das Cockpit. Umsehen. Ziehe in der Spielansicht zum Schwenken der Kamera. Klicke oder halte die Maustaste gedrückt, um zu hin und her zu schieben. Gut, hätten wir das. Hin- und herschieben ist ja schon mal ganz easy. Was haben wir denn hier alles? Das ist auf jeden Fall scheinbar das Schiff. Interessante Kapitänskajüte. Kommandosessel. Oh. Sicherheitstür. Dies ist eine Sicherheitstür der Klasse G. Beim Schließen Abstand halten. Ah ja, die geht von oben nach unten zu. Was haben wir hier? Ein Aufzug? Ohne Strom wird der nicht funktionieren. Schalter. Gucken wir mal, was ist das für ein Schalter? Das ist der Reset-Knopf, mit dem ich den Alarm ausstellen kann. Das könnten wir mal machen, oder? Damit das funktioniert, muss ich an den Schutzschalter kommen. Okay, Labortür, hier qualmt's. Aus der Türkonsole kommt Rauch. Ich vermute, dass sich diese Tür nicht öffnen lässt, selbst wenn der Strom wieder da ist. Schild. Was haben wir hier? Was? Brecheisen aufheben. Aha. In dieser Einleitung wird sich ein funkelnder Punkt zu deinem nächsten Ziel leiten. Das ist ja nett. Brecheisen, das nehmen wir doch mal, oder? Zack. Oh, was ist das jetzt? Ah, das ist unser Rucksack. Brecheisen haben wir jetzt. Und eine Suizidpille. Okay. Interessanter Mix. So, ich wollte aber doch das Schild hier lesen. Das ist ein brandneues Modell, das ich bei der letzten Wartung habe installieren lassen. Okay, was für ein Modell ist denn das? Damit sollte sich so ziemlich jede Mahlzeit im bekannten Universum herstellen lassen. Damit sollten sich alle grundlegenden Medikamente herstellen lassen. Oh. Lebensmittel und Medizin. Vorsicht! Dieser Spender ist mit einem Bio-Körperscanner ausgestattet. Schauen Sie während des Vorgangs nicht direkt in den Sensor. Na, das machen wir lieber nicht, ne? Wartungsdroiden-Schalltafel. Was gibt's hier? Wartungsdroiden-Zugangspanel.
Öffnen? Aufzug könnten wir mal öffnen, oder? Flinker kleiner Kerl, hä? Verwende die Brechstange, ziehe den Gegenstand aus dem Inventarfenster und über den interessanten Punkt, um ihn zu benutzen. Können wir noch was machen? Reparieren? So, Reparaturzugriff. Das aktuellste Wartungsdroiden-Update ist derzeit nicht installiert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Wartungsanbieter für ein systemweites Update. Na toll. Reinigen geht auch nicht. So, jetzt können wir mal den Knopf drücken. Spender für Lebensmittel und Medikamente hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ah, dann gehen wir mal zum Lift, ne? Aufzug, kleine Luke. Gucken wir mal. Das ist eine Wartungsluke. Vielleicht kann ich sie benutzen, um in die oberste Etage zu gelangen. Das könnte man mal ausprobieren, ja. Komm, wir haben noch eine Brechstange. Aha, nur ein gewöhnliches Brecheisen in neuwertigem Zustand. Diese Dinge halten ewig. Wow, das Brecheisen ist kaputt gegangen. Halten ewig. Es hat funktioniert. Okay, schaffen wir diesen alternen Körper in diesen Aufzugsschacht. Ach, sehr elegant hat er das gemacht. Was haben wir hier? Druidenarbeitsplatz. Es ist ein Arbeitsplatz, der nur für Druiden gemacht ist. Mhm. Was haben wir hier? Biosessel. Ah ja. Es ist die neueste Space Fleet Technologie im Bereich der künstlichen Bioverbindungen. Diese Maschine kann sich direkt mit dem Gehirn des Probanden verbinden und extrem schnell mit ihm interagieren. Ich weiß auch nicht, warum die so eine in meinem Schiff installiert haben. Sie wurde gerade erst veröffentlicht und gilt noch als etwas experimentell. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass ich sie nie benutzen muss. Was haben wir hier in Spielautomaten? Ah, der Schrank mit der Vintage-Sammelausgabe von Floatball 3000. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe es, dass Space Fleet Command mir erlaubt hat, es zu installieren. Die Einfachheit des Designs wird nie alt. Na gut, der wird ohne Strom auch nicht gehen, ne? Damit das funktioniert, muss ich an den... Jo, das wissen wir schon. Hier ist der Schalter wahrscheinlich. Der Stromkreisunterbrecher für das interne Stromnetz des Schiffes. Ordne Speicherdaten, bitte warten. Alles in Ordnung, Schiffchen? Oder bist du fertig? Guten Morgen, Schiff. Guten Morgen, Schiff. Ich muss eingenickt sein. Wie seltsam. Nein, du bist nicht eingenickt. Wir hatten einen Unfall. Unfall? Bist du okay, Captain? Ja, mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich fragen muss, aber was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir waren gerade dabei, den Abschluss der Transportmission zu beobachten, als... Also, ich muss ohnmächtig geworden sein, denn ich kann mich an nichts anderes erinnern. Aber deine interne Energieversorgung ist ausgefallen und ich musste sie von Hand neu starten. Das Letzte, was meine Sensoren registriert haben, war eine Zunahme der Frequenzbeschleunigung des Sprungtors. Haben wir die Brennstoffzellen bekommen? Das weiß ich noch nicht. Merkwürdig, meine Systeme scheinen alle inaktiv zu sein. Ich muss eins nach dem anderen neu hochfahren. Das könnte ein wenig dauern. Ich könnte Jeff jetzt wirklich gebrauchen.
Er könnte mir dabei helfen, den Hauptrechner neu zu kalibrieren. Klar, ich habe ihn allerdings noch nicht gesehen. Weißt du, wo er steckt? Ich fürchte nicht. Meine internen Scanner sind außer Betrieb. Versuche doch, Jeff direkt mit deinem Armband zu kontaktieren. Das werde ich tun. Armband, wir haben ein Armband. Das Armband ist ein Kommunikator, den du um dein Handgelenk trägst. Verwende es, um mit deinem Schiff und deiner Crew in Kontakt zu bleiben. Cool, dass das Schiff sprechen kann. So. Schiff. Ja, Captain? Wie ist die Situation mit deinem System? Ich arbeite noch an einem vollständigen Systemneustart. Du solltest mit Jeff reden. Er könnte mir dabei helfen, alles wieder schneller zum Laufen zu bekommen. Ist ja gut. Jeff, wer ist Jeff? Dieses Armband ist persönlich und Eigentum der Space Fleet. Jeff? Captain? Jeff? Wo bist du? Was ist los? Ich bin in der Shuttlebucht gefangen. Mit Shuttle. Nein! Was war das? Bist du das Shuttle? Das glaube ich nicht. Jeff! Hör mir zu. Sag mir genau, was er tut. Er macht ständig das Licht hier drin aus. Und er spielt ständig den Hüllenbruch-Alarmton ab. Ah! Was ist das? Bitte, Captain, hol mich hier raus. Shuttle, hör auf. Bitte sag Shuttle, er soll das Licht einschalten. Warte nur ab, kleiner Freund. Finde Jeff. Jeff scheint in der Shuttle-Bucht festzustecken. Finde ihn und hilf ihm herauszukommen. Oha. Ach Gott, das Shuttle, ist das meine Crew? Das Schiff, Jeff und mein Shuttle? Shuttle? Ach ja? Shuttle, ist Jeff bei dir in der Shuttlebucht? Ja, das ist er. Er ist hier reinspaziert, als würde ihm das hier alles gehören und hat behauptet, er müsse die Türen inspizieren. Als ob meine Türen inspiziert werden müssten. Nun, okay. Irgendwas ist beim Transport der Brennstoffzellen schiefgelaufen. Und vielleicht haben sich die Türen in dem Moment verkantet. Ist nur so ein Gedanke. Vielleicht aber, hör auf, Jeff Angst einzujagen. Du weißt doch, dass er leicht zu verängstigen ist. Ja, das wurde getestet und bestätigt. Benehmen wir uns doch bitte alle professionell, ja? Zu diesem Zeitpunkt kann ich keine Garantien abgeben. Verdammt nochmal, Shuttle. Ich komme jetzt darunter. Wenn du das sagst. Auch ganz schön freche Shuttle eigentlich. Okay. So, jetzt, warte mal. Wenn der Spielautomat, geht der Spielautomat? Bitte Patrone einlegen. Ich habe noch keine Patrone. Och je. Na, das da will ich nicht benutzen, oder? Biosessel? Ja, wir wollen... Wahrscheinlich nach unten, ne? Ah ja, was ist das hier? Tür? Oh, da tropft irgendwas. Dies ist die Tür zum Landing Pod Vehicle, oder? LPV. Ich nenne es Shuttle, kurz und einfach. Okay, dann öffnen wir mal. Hey, Shuttle! Könntest du bitte die Tür öffnen? Bist du's, Cap? Ja, Shuttle, ich bin es. Dein übergeordneter Officer. Haha, übergeordnet. Und welche Tür mag das sein, wenn ich fragen darf? Die Tür zu dir, Shuttle. Du hast sie von innen versperrt. Öffne sie doch bitte einfach, okay? Stell dich nicht dumm. Also in meinem Fall stelle ich mich wenigstens nur dumm. Shuttle, mach auf! Ganz ruhig, Tiger. Ich arbeite dran. Ich war mir sicher, dass meine Hydraulik wieder Probleme macht. Nun, es wird ohnehin Zeit, dass ich diesen kleinen Eindringling loswerde.
In Zukunft möchte ich aber nicht, dass deine Lakaien auf meiner Bucht herumschnüffeln, Cap. Auf deiner Bucht? Öffne die Tür und lass Jeff raus. Sesam, öffne dich. Ach, der ist ja süß. Oh, Captain, vielen Dank. Shuttle wollte mich nicht rauslassen. Nun ja, er kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Du solltest ihn bestrafen, Captain. Ich hatte da drin richtig Angst. Also, um ehrlich zu sein, Jeff, auch wenn er nicht die Crew ärgern sollte, bist du noch immer ein Mitglied der Space Fleet. Daher erwartet man von dir, wie sage ich das jetzt am besten? Also, dass du keine Angst im Dunkeln hast. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit, nur vor dem, was sich in der Dunkelheit versteckt. Okay, Kumpel, ich rede später mit Shuttle. Ich werde versuchen, in Zukunft tapferer zu sein. Das ist gut. Und jetzt wisch mal das ausgelaufene Hydrauliköl weg und sei stolz, dass du einen weiteren Besuch in der Shuttlebucht überlebt hast. Ich habe gehört, dass das Schiff Probleme mit einigen Systemen hat. Ja, beim Transport scheint es zu einem Zwischenfall gekommen zu sein. Wir sollten jetzt erst einmal das Schiff wieder zum Laufen bekommen. Okay. Ich muss zurück an meinen Arbeitsplatz. Okay, ich komme mit dir. Sollte er nicht das Hydrauliköl aufwischen? Also mal sehen. Ich checke die Systeme. Sieht so aus, als hätten wir einen Kurzschluss im Labor. Aber das muss erst einmal warten. Ich muss hier bleiben und die Rekalibrierung des Schiffs abschließen. Ich kann mich um das Problem im Labor kümmern. Okay, das wäre toll, Captain. Die Zugangstür zum Labor scheint nicht zu funktionieren. Ich werde die Klappe zu den Wartungstunneln für dich entriegeln. Danke. Kein Problem. Ich habe dir weitere Details aufs Infopad geschickt. Das Infopad. Okay, das Infopad ist ein Tablet für das Personal der Space Fleet, um aktuelle Aufgaben und Einsatzbesprechungen auf dem neuesten Stand zu halten. Cool. Wichtige Nachricht. Kurzschluss an der Labortür reparieren. Verwende die Wartungstunnel, um das Labor von oben zu betreten. Okay. Zeit, bis der Sonnenblaster der Union in Zielreichweite der Sonne kommt. Okay, 2 Jahre, 1 Tag. Okay, Erinnerungen. Das ist klar, Schiffsstatus. Es wurde als Wissenschaftsschiff für die Sammlung von Informationen über Anomalien im Weltraum konzipiert. Dieses dreieckige, röhrenförmige Schiff der Space Fleet ist äußerst anpassungsfähig und vielseitig. Oha. Die Space Fleet ist eine planetarische Föderation, die um 2300 auf der Erde gegründet wurde. Ihr langfristiges Ziel ist es, universellen Frieden zwischen außerirdischen Spezies zu erreichen und die Wahrheit in der gesamten Galaxie zu verbreiten. Abbildung Space Fleet Logo. Oh ja. Die Union. Die Union ist eine planetare Föderation in Konflikt mit der Space Fleet. Ihre Hauptflotte wurde zur Erde geschickt, um die Space Fleet zu vernichten. Abbildung Unionsabzeichen. Aha. Diese Forschungsstation befindet sich in den Weiten der äußeren Regionen. Ihre derzeitige Hauptmission ist die Entwicklung der Brennstoffzellen für die Space Fleet. Abbildung Space Fleet Station Epsilon. Aha. Dromium. Dromium ist eine hochenergetische und sehr teure Verbindung. Es wird als Energiequelle in vielen Geräten und in fast allen Droiden der Space Fleet verwendet. Was haben wir hier noch? Sternfragment? Sternfragment ist der volkstümliche Name für die spektakuläre Verbindung aus überhitztem Dromium und Wasserstoff. Sie ist aufgrund ihrer komplexen Eigenschaften und ihres breiten Einsatzspektrums sehr wertvoll. Jeff-Einheit. Die Jeff-Einheit, auch Job
Executor with Free Function genannt, ist ein persönlicher Droide der Space Fleet. Er ist für die Wartung mechanischer und elektrischer Geräte zuständig. Sein veralteter KI-Algorithmus hat im Hauptquartier der Space Fleet für einige Diskussionen gesorgt. Das ist aber cool. Okay, das war's mal. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis zum Angriff. So, dann will ich mal gucken, dass wir da in den Schacht runtergeklettert kommen. Oha. Das ist das Labor. Was haben wir hier? Reagenzgestell. Meine Reagenzgläser. Aha. Die kann ich verwenden, um Verbindungen zu mischen. Ich kann da ein Reagenzglas einfügen, wenn ich den Inhalt erhitzen will. Feueralarmschild. Feueralarm. Die Schiffsaufzüge werden während des Brandes abgeschaltet. Verwendete Kriechräume für schiffsweiten Zugang. Feueralarm. Erkennt Rauch. Mhm. Waschbecken. Ein Waschbecken, in dem ich nach Experimenten meine Laborausrüstung reinigen kann. Dann haben wir hier eine Tür. Okay, ich glaube, ich habe das Problem mit den Türen gefunden. Hinter der Tafel befindet sich ein paar nicht verbundene Drähte. Das sollte einfach zu reparieren sein. Das möchte ich sehen. Da, als würde man Toast machen. Diese Tür sollte jetzt funktionieren. Gut gemacht, Captain. Das Schiff ist jetzt wieder in gutem Zustand. Captain. Ja, Schiff. Ich habe soeben eine Analyse unserer Umgebung beendet und ich habe hier ein paar sehr merkwürdige Daten. Könntest du bitte sofort ins Cockpit kommen? Na klar, bin schon auf dem Weg. Na, wir gucken jetzt erstmal um, oder? Was haben wir hier? Thomas Velmu, das bin ich. Sylumit. Sylumit, Kunststoffmaterial, das häufig zum Flicken von Raumschiffen nach einer Rumpfbeschädigung verwendet wird. Herstellungsverfahren, okay. Das gucken wir uns an, wenn wir es mixen müssen. Was haben wir hier? Pyrotil, eine leichtflüchtige Substanz, die für hochenergetische Pyrotechnik verwendet wird. Warnung, starke Rauchentwicklung. Was haben wir hier? Dromium. Hochenergetische Substanz wird als Energiequelle in vielen der von Space Fleet hergestellten Droideneinheiten und Raumstationen verwendet. Okay. Was haben wir hier? Lagerbehälter. Aha, ein Extrakt, Pulver, Säure und Gegengiftträgermittel. So, gibt es hier noch mehr anzugucken? Ich glaube nicht, ne? Wir haben alles. Was ist das? Ah ja, das ist der die Entlüftung. Auch nochmal gucken. Ach, okay. Ich hätte ja auch die Tür benutzen können, ne? Na, dann benutzen wir jetzt den Aufzug, würde ich sagen. So, Jeff, mal schön fleißig weiterarbeiten, ne? Aufs Hauptdeck wollen wir. Kommandosessel, na dann mal los. Schiff, Bericht. Captain, unter dem Vorbehalt, dass meine Sensoren vielleicht völlig durchgedreht sind, etwas wirklich Unerwartetes ist passiert. Sag es mir. Wir umkreisen die Erde nicht mehr. Was? Wir sind nicht einmal im richtigen Sektor. Was meinst du? Wo sind wir? Meine Sensoren sagen mir, dass wir uns derzeit in den äußeren Regionen befinden. Die äußeren Regionen? Du meinst dort, wo der Transport herkommt? Noch weiter weg. Irgendwie müssen wir durch das Portal gekommen sein, als der Transport stattfand. Wie ist das überhaupt möglich? Unklar. Es muss eine Wirbelanomalie entlang der
D.E.C.-2 Aligner gegeben haben oder etwas Unkalibriertes. Captain! Was gibt es, Schiff? Ich registriere einen massiven Energieanstieg durch das Wurmloch. Wenn du versuchen willst, durch es zurückzukehren, sollten wir so schnell wie möglich gehen. Wir sollten noch einen Scan machen. Nö, wir stürzen uns rein, oder? Ja, stürzen wir uns sofort hinein. Ich bin darauf programmiert, dich zu warnen, aber das ist ein unbekanntes Verfahren und es gibt keinen Beweis, dass es funktioniert. Verstanden. Hol uns rein. Was ist passiert? Das Wurmloch ist verschwunden. Was? Verdammt! Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es wiederkommt? Keine. Als wäre es nie da gewesen. Und das ist noch nicht alles. Die Transportmission ist gescheitert. Keine der drei Brennstoffzellen hat es bis zur Erde geschafft. Woher weißt du das? Meine Kurzstreckensensoren können alle drei in diesem Sektor erkennen. Oh mein Gott! Die Erde benötigt mindestens eine dieser Zellen, um den Sonnenblaster aufzuhalten. Sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Wir müssen uns mindestens eine dieser Brennstoffzellen schnappen und zur Erde zurückkehren, bevor es zu spät ist. Zeig mir, wo unsere Sensoren die Brennstoffzellen ausfindig gemacht haben. Einen Moment. Die Brennstoffzellen befinden sich auf diesen drei Himmelskörpern. Ich glaube, aus unserer Transportmission ist gerade eine Bergungsmission geworden. Irgendeine Idee, wie es jetzt weitergeht? Wir sind nicht zu weit von der Weltraumstation Epsilon entfernt. Die Transportstation, die versucht hat, die Brennstoffzellen zurückzuschicken? Ja, genau die. Sie befindet sich hier. Ah ja, da ist er. Ein logischer Schritt wäre es, herauszufinden, was bei der Transportmission schiefgelaufen ist. Okay. So, Weltraumstation, zeig mir nochmal, wo die Brennstoffzellen finden können. Gibt es sonst nichts, was wir tun können? Ich habe alle bekannten Variablen berechnet. Es gelingt mir nicht, weitere erfolgsversprechende Optionen zu finden. Wie wäre es, wenn wir andere um Hilfe bitten? Space Fleet hat keine weiteren Verbündeten, die nicht schon in den Konflikt involviert sind. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg nach Hause weitere Technologien und hilfsbereite Fremde? Es gibt nicht genug Beweise, dass zufällige Besuche bei den umgebenden Zivilisationen uns weiterhelfen. Hoffnung hat nichts mit Beweisen zu tun, Schiff. Okay, ich habe alle uns bekannten Zivilisationen auf der Karte markiert. Vielen Dank. Okay, zeig mir nochmal, wo wir die Brennstoffzellen finden können. Ja, klar. Sie wurden auf diesen Himmelskörpern entdeckt. Verstanden. Gut. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Freut mich, das zu hören. Brechen wir auf? Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, wechseln wir die Folge, damit wir in der nächsten Folge mal schauen, ob wir ja entweder zu Epsilon reisen oder ob wir uns schon auf einen der Planeten machen, um vielleicht eine von den Energiezellen zu bergen. Ich bin sehr gespannt. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall wahnsinnig gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, und mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir alle weiterhin gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich.